Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um das Thema Kaiserschnitt. Was ist eigentlich ein Kaiserschnitt? Wer bekommt Kaiserschnitte? Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Gibt es Vor- und Nachteile zu einer normalen Geburt? Darf ich nach einem Kaiserschnitt noch normal entbinden? Und was hat es mit einem Wunsch-Kaiserschnitt auf sich? Viele Fragen, jetzt gibt es mehr Antworten. Viel Spaß beim Video. Ich denke, jeder hat eine ungefähre Vorstellung, was genau ein Kaiserschnitt ist. Wenn ich jetzt über die Straße laufe und irgendwelche Leute anspreche und frage, was ist denn eigentlich ein Kaiserschnitt, werden die wahrscheinlich sagen, ja, das ist da, wo man den Bauch aufschneidet, das Kind rausholt und den Bauch wieder zumacht. Und vom Prinzip stimmt das so ja auch. Kaiserschnitt heißt auf medizinisch Sectio Caesarea, also Sectio für Schnitt und Caesarea für Kaiser. Und das Ganze ist, wie der Name schon sagt, eine Schnittentbindung und damit eine nicht natürliche Art der Entbindung. Und wenn man sich über Kaiserschnitte informiert, fällt auch immer wieder der Begriff sanfter Kaiserschnitt. Das heißt jetzt nicht, dass wir euch bei der Operation das Köpfchen tätscheln oder das Händchen halten, sondern das ist eine OP-Technik, die viel gewebeschonender ist als die Techniken, wie sie es früher gab. Gehen wir mal davon aus, dass diese Zucchini und diese Nudeln und diese Karotten euer Bauch ist. Angenommen, die Karotten sind eure Blutgefäße, von mir aus sind die Nudeln eure Nervenstränge und die Zucchini ist von mir aus einfach Bindegewebe. Sanfter Kaiserschnitt heißt einfach, dass wir so wenig Strukturen wie möglich schneiden möchten. Den Hautschnitt, den müssen wir machen, durch die Haut kommen wir anders nicht durch. Anschließend versuchen wir aber so viel wie möglich mit den Händen wirklich auseinanderzudrängen. Das heißt, diese ganzen Gefäße und Nerven und Bindegewebe und all diese Strukturen versuchen wir tatsächlich mit den Händen, mit Muskelkraft so auseinanderzudrängen, dass wir Richtung Gebärmutter kommen, ohne zu viel davon kaputt zu machen. Früher sah die Technik ein bisschen anders aus. Ich nähe euch mal kurz wieder zusammen, so. Da hat man einfach den Hautschnitt gemacht. Und danach hat man einfach gesagt, okay, den Rest, den machen wir auch noch kaputt, den schneiden wir auch noch kaputt, so zack. Und dann haben wir also hier auch das Ergebnis, dass wir zur Gebärmutter kommen, aber wir haben ganz viele Strukturen einfach kaputt gemacht. Kleine Hautnerven, die wir so gar nicht im OP sehen können, auch Gefäße, es kann also stärker bluten und auch Bindegewebe, also ganz viel, was wir einfach zerstört haben, was man danach auch gar nicht mehr großartig reparieren kann, hat man in früheren Techniken einfach so in Kauf genommen. Auch in diesem Fall kann ich natürlich nur von unserer Klinik sprechen. In anderen Kliniken kann es sein, dass da so ein bisschen Abweichungen gibt. Bei uns ist der Kaiserschnitt immer der Plan B, falls Plan A, nämlich die normale Geburt, nicht möglich ist oder nicht klappt. Und Plan B kann so aussehen, dass man schon vorher weiß, dass die Geburt quasi nicht auf normalen Wege möglich ist. Das kann kindliche Gründe haben, das Kind liegt falsch in der Mutter zum Beispiel drin. Kann aber auch mütterliche Gründe haben, wenn die Mutter zum Beispiel Herzerkrankungen oder am Skelettsystem irgendwelche Erkrankungen hat, dass eine normale Geburt einfach nicht möglich ist. Da wissen wir also schon vorher, dass das auf normalen Wege nicht klappen wird. Dann planen wir schon den Kaiserschnitt mit der Frau. Und der etwas akutere Plan B ist, wenn es während der Geburt wirklich nicht klappt, nicht weitergeht oder andere Komplikationen entstehen, wo wir halt diese Option noch haben, okay, dann machen wir halt den Kaiserschnitt. Zum Thema Wunsch-Kaiserschnitt, was natürlich auch heutzutage ein großes Thema ist, sage ich am Ende des Videos nochmal ein paar Sätze. Wer entscheidet jetzt eigentlich, ob ihr einen geplanten Kaiserschnitt bekommt oder nicht? Bei uns ist das so, dass die Frauenärzte in ihren Praxen, wenn es ein schwieriger Fall ist oder es nicht genau klar ist, uns die Patientinnen schicken zu so einem genannten Geburtsplanungsgespräch. Da trefft ihr dann auf eine Ärztin oder einen Arzt, der mit euch spricht, alles durchgeht, die Befunde sammelt, auch einen Ultraschall macht und dann mit euch zusammen plant, ob ein Kaiserschnitt nötig ist und wenn ja, wann. Unsere Kaiserschnitte planen wir ungefähr eine Woche vor Entbindungstermin, das heißt 39 plus 0. Manchmal ist es auch 38 plus 5 oder 39 plus 2, also ungefähr aber um den Termin, weil man eben auch verhindern möchte, dass die Geburt quasi schon losgeht. Wenn man jetzt am Termin planen würde, ist es sehr, sehr tricky, ob da nicht natürlich schon ein Blasensprung vonstatten geht oder Wehen kommen. Deswegen eine Woche vor Termin. Ihr werdet dann ein, zwei Tage vor dem geplanten OP-Termin nochmal bei uns einbestellt. Da wird zum einen Blut abgenommen, das brauchen wir frisch für die Operation. Dann bekommt ihr eine Aufklärung über die OP von uns Ärzten, also was alles für Risiken gibt bei der Operation. Und ihr seht bei uns auch noch einen Narkosearzt vorher, der nochmal über die Risiken der Narkose spricht. Bei uns ist das zu 95% eine Rückenmarksnarkose, eine sogenannte Spinalanästhesie. Nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen oder wenn es wirklich nicht klappt, muss man eine Vollnarkose machen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn es dann losgeht? Ihr habt euren OP-Termin, ihr kommt in den Kreißsaal. Was passiert jetzt genau? Ich persönlich erkläre den Frauen immer schon beim Aufklärungsgespräch, also die ein, zwei Tage vorher, wenn ich über die Operation aufkläre, was so auf sie zukommt.
Denn für uns sind die Abläufe ja klar, für uns ist das Alltag, Routine. Aber wenn man zum ersten Mal oder vielleicht auch nur zum zweiten Mal dort liegt und ausgeliefert ist, ganz vielen Leuten, ist das natürlich etwas, wo man ziemlich verunsichert ist. Ihr kommt also mit gepackten Sachen in den Kreißsaal, werdet erstmal ins CTG gelegt, dann kriegt ihr ein schickes OP-Hemdchen angezogen, die Hebamme kümmert sich um euch, ihr kriegt eine Braunüle gelegt, also einen Zugang in die Vene, dass wir euch auch ein bisschen Flüssigkeit geben können, weil ihr dürft ja nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Und irgendwann ruft dann der OP bei uns an und sagt, okay, die Frau kann jetzt in den Operationssaal gebracht werden. Und da werdet ihr dann auch hingebracht von den Hebammen im Bett. Und da müsst ihr auf einen OP-Tisch klettern und jetzt beginnt so das Chaos für viele Patienten. Weil da kommen jetzt ganz, ganz viele Leute auf euch zu. Da sind mindestens zwei Ärzte da, die Operation machen. Da ist noch eine Hebamme. Da sind mindestens zwei Narkoseärzte. Da ist vielleicht noch ein Schüler. Da ist eine OP-Pflege. Also da sind unterm Strich fast 5, 6, Tendenz eher mehr Leute, die um euch rumwuseln, irgendwas am OP-Tisch machen, hier ein Kabel, da ein Kabel. Also das wirkt immer für viele Außenstehende total hektisch. Ich sage immer, das ist ein einstudiertes Chaos, eine einstudierte Choreografie. Also das hat alles Hand und Fuß, was wir da machen. Nur man muss halt wissen, dass da viele Leute um einen rumwuseln, die irgendwas von einem möchten. Wenn ihr dann im OP-Saal seid und auf diesem schönen Tisch liegt, macht die Hebamme noch ein CTG. Wir müssen natürlich überwachen, ob es dem Kind auch weiterhin gut geht. Dann kommt der Moment, wo ihr euch bei uns jedenfalls, wenn eine Rückenmarksnarkose geplant ist, einmal aufsetzen müsst. Das heißt, ihr müsst euch auf dem OP-Tisch einmal hinsetzen, so einen Buckel machen. Der Narkosearzt macht dann hinten die Rückenmarksnarkose. Wenn die gesessen hat und alles gut ist, dann legt ihr euch wieder hin auf den Rücken. Und dann übernehmen so langsam die Gynäkologen, die bisher so ein bisschen nebenbei standen. Das heißt, ihr werdet gelagert, die Beine kommen auf solche Stützen. Das heißt, ihr müsst die Beine so ein bisschen hochlegen. Dann kommt jemand mit dem Desinfektionsmittel. Das heißt, der Bauch wird so einmal abgepinselt und wird desinfiziert. Das Ganze passiert dann dreimal. Dann kommt irgendwann das OP-Tuch. Das heißt, ihr werdet steril abgedeckt und kriegt auch so ein OP-Tuch so ein bisschen vor den Kopf gehangen. Das heißt, nicht so, dass ihr nicht mehr atmen könnt, aber so, dass ihr nicht seht, was die Gynäkologen da unten fabrizieren. Und ich habe es eben schon angesprochen, wenn alles abgedeckt ist, alles steril ist, das Tuch über euch quasi hängt, dann darf der Partner mit dazukommen und sich ans Kopfende setzen. Die Zeit vom Schnitt, bis wir das Kind rausholen, ist gar nicht so lang. Das sind vielleicht 5, 6 mal 7 Minuten, je nachdem, wie schwer das Ganze geht. So ein Kaiserschnitt an sich dauert aber auch schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Das heißt, die meiste Zeit dauert dann eigentlich wieder das Zumachen vom Bauch. Denn da müssen wir viele, viele Strukturen wieder aneinander fügen, alles schön vernähen, es darf nicht weiter bluten. Und auch die Hautnaht wird bei uns genäht. Und ich hoffe, das ist an vielen anderen Kliniken auch so. Ich habe schon von Frauen gehört, dass die Erfahrung gemacht haben, dass da getackert wird. Das ist ja das Einzige, was die Frau nach der Operation überhaupt sehen kann. Das ist die Naht. Und deswegen geben wir uns da schon Mühe. Das kann ruhig mal 10, 15 Minuten dauern, bis wir so eine kleine Hautnaht quasi gemacht haben. Aber wir geben uns da eben viel Mühe, dass man irgendwann im nächsten Sommer diese Naht gar nicht mehr sieht. Das Kind wird euch danach kurz gezeigt, kommt bei uns schnell zu den Kinderärzten. Die müssen einmal kurz checken, ob alles in Ordnung ist. Wenn alles in Ordnung ist, kommt das Kind sofort wieder bei euch auf die Brust. Wenn irgendwas sein sollte, das Kind braucht noch Unterstützung, braucht noch Wärme etc., ist es bei uns so, dass die Kinderärzte kurz kommen, sagen, es ist alles in Ordnung, machen sich keine Sorgen, aber das Kindchen braucht einfach noch ein bisschen Unterstützung. Wie geht es nach dem Kaiserschnitt weiter? Bei uns bleiben die Frauen in der Regel 4 Tage stationär. Und wenn wir das den Frauen vorher erzählen, sie sind 4 Tage dann bei uns, sagen die, nee, ich gehe nach 2 Tagen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, hier Krankenhaus und so weiter. Das möchte ich nicht, ich gehe nach 2 Tagen schon nach Hause. Und genau diese Damen sind dann nach 2 Tagen doch sehr überrascht, wie eingeschränkt sie eigentlich noch im Alltag sind. Das heißt, selbst das Aufstehen aus dem Bett, geschweige denn Schuhe anziehen, geschweige denn alleine waschen oder alleine Essen zubereiten, ist alles total schwierig. Klar geht man vorher davon aus, dass man dabei Schmerzen hat, aber was für Schmerzen und welcher Art, das wissen die wenigsten. Mich hat neulich eine Frau gefragt, ob ich schon mal den heftigsten Bauchmuskelkater überhaupt hatte. Da habe ich gesagt, ja, ist lange her, aber kenne ich. Dann hat sie gesagt, okay, dann stellen Sie sich das noch 5-mal schlimmer vor. Unterschätzt bitte die Schmerzen nach einem Kaiserschnitt nicht. Also wir schneiden da wirklich den Bauch auf und es ist nicht so, dass die Gebärmutter direkt unter der Hautdecke ist, sondern wir müssen wirklich uns durchwühlen quasi, bis wir zur Gebärmutter da sind. Das heißt, wir müssen durch ganz viel Bauchfell, wir müssen durch Bauchmuskulatur, wir müssen durch ganz viele Nerven und das geht an so einem Körper einfach nicht spurlos vorbei. Bei uns sind die Fäden, die wir benutzen, selbst auflösend. Das heißt, man muss sich jetzt nicht darum kümmern, dass irgendeine Ärztin oder eine Hebamme diesen Faden noch zieht. Aber es kann durchaus sein, dass andere Kliniken noch nicht selbst auflösende Fäden benutzen. Auch nach einem Kaiserschnitt hat man übrigens Wochenfluss. Der ist zugegebenermaßen weniger als bei einer normalen Geburt. Es hat aber den Hintergrund, dass wir bei dem Kaiserschnitt schon eine Ausschabung von der Gebärmutter machen. Das heißt, wir haben das Material, was da noch drin ist, schon ausgeschabt. So viel kann da nicht mehr laufen, aber nichtsdestotrotz sollte da schon noch Wochenfluss sein. Ich würde dazu raten, lockere Kleidung am Anfang zu tragen, nichts, was da so drauf drückt auf die Wunde. Das ist aber auch, glaube ich, gesunder Menschenverstand, dass man das nicht tut. Bewegung ja, aber auch das soll nicht überfordern. Auch hier ist gesunder Menschenverstand, glaube ich, viel wert, wenn man ein bisschen um den Block geht und merkt, okay,
okay, ich bin noch total schwach, ich muss zurück auf die Couch, ist das völlig in Ordnung. Und wenn man mal merkt, auch heute laufe ich mal 5 Minuten weiter, das war ja eigentlich alles ganz gut, dann macht man das bitte. Kreislauf anregen ist super für die Genesung und für die Wundheilung, aber bitte nicht überfordern, dass man merkt, boah, ich werde kaltschweißig und mir wird schwindelig. Was euch auch noch klar sein sollte, ist, dass ihr nach einem Kaiserschnitt nicht schwer heben dürft. Alles über 5 Kilo ist wirklich nicht zu empfehlen. Und da kann man sich grob mal durchrechnen, wenn man schon ein Kleinkind zu Hause hat oder auch diesen Maxi-Cosi mit Säugling drin, das sind schon alles nah an die 5 Kilo. Also ihr braucht auf jeden Fall Unterstützung zu Hause. Wenn es nicht der Mann oder der Partner ist, müsst ihr euch irgendwen dazu holen, der hilft. Denn man glaubt gar nicht, wie eingeschränkt man wirklich dann zu Hause im Alltag sein kann. Was gibt es jetzt eigentlich für Risiken bei einem Kaiserschnitt? Der Kaiserschnitt ist so eine der wenigen Operationen, wo es Risiken für zwei Menschen gibt. Einmal die Mutter und einmal das Kind. Und beide müssen auch getrennt betrachtet werden. Schauen wir uns mal die Risiken für die Mutter an. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ich meine, wir schneiden den Bauch eines Menschen auf. Das ist natürlich ein großes Risiko. Zum einen kann es bluten, es gibt Infektionsgefahren. Aber je tiefer wir zur Gebärmutter kommen, desto mehr Risiken bestehen natürlich auch, Nachbarorgane zu verletzen. Da ist eine Harnblase in der Nähe, der Darm ist in der Nähe. Harnleiter sind in der Nähe, Eierstöcke, die Eileiter, also da ist eine Menge in der Nähe, was auch verletzt werden kann. Und natürlich gibt es auch Komplikationen und Gefahren für das Kind, das ist einmal die operative Seite. Man muss also aufpassen, wenn man irgendwann an der Gebärmutter angelangt ist und da den Schnitt setzt, um die Gebärmutter zu eröffnen, da liegt natürlich Kindsteile drunter, also entweder das Köpfchen vom Kind oder aber auch der Steiß liegen da. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht zu weit mit dem Skalpell reinritzt, sonst hat man auch ganz schnell mal das Kind verletzt. Und dann gibt es noch die Gefahren des Geburtsvorgangs an sich. Ich habe am Anfang schon erwähnt, das ist eine nicht natürliche Geburt. Das heißt, stell dir das einfach mal so vor, du liegst nachts im Tiefschlaf schön im Bett, bis oben hin eingemummelt, dir ist schön warm und alles ist gut, du bist im Traumland. Und dann kommt jemand, reißt die Decke weg, rüttelt an dir und sagt, so, sofort aufstehen, los geht's, leben. Denn nichts anderes ist es für das Kind. Das wird überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es auf einmal kalt wird, dass es selbstständig atmen muss, selbstständig funktionieren muss, sondern das wird von jetzt auf gleich einfach aus diesem Milieu, wo es vorher war, rausgerissen. Wenn wir uns dabei mal eine normale Geburt anschauen, da kriegst du vorher Wehen, so kleine Senkwehen, du kriegst Stress und das Kind kriegt auch diesen Stress ab. Das heißt, das wird auch schon mal langsam darauf vorbereitet, da passiert was mit mir, ich muss irgendwann bald funktionieren. Also das Kind merkt schon so richtig, dass jetzt irgendwas da im Gange ist. Den Geburtsstress, den du auch hast, hat auch so ein bisschen das Kind und das ist ganz, ganz wichtig, um die Aufgaben, die für das Kind da anstehen, vorbereitet zu werden. Kinder nach Kaiserschnitt haben verhältnismäßig und statistisch gesehen mehr Anpassungsstörungen als Kinder, die normal entbunden wurden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Wenn das Kind noch im Mutterleib ist, ist natürlich die Lunge, die noch nicht funktionsfähig ist, die brauchen die noch nicht, voller Fruchtwasser. Das heißt, es ist wie ein vollgesogener Schwamm. Wenn man dann bei normaler Geburt durch diesen Geburtskanal gedrückt wird, dann passiert Folgendes mit der Lunge, die voller Wasser ist. Sie wird quasi ausgedrückt. Ich habe eine mega Sauerei gemacht. Ist egal. Es macht es aber, glaube ich, verständlich. Das heißt, auch diese mechanische Komponente durch das Becken durchgedrückt werden, hat auch irgendwo eine Funktion. Und ich sage das fast in jedem Video. Natur hat das ziemlich schlau gemacht, denn genau diese Vorgänge alle führen dazu, dass das Kind auf das Leben vorbereitet wird. Einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Was ist eigentlich an diesem Spruch dran? An dem Spruch ist viel Vergangenheit dran, denn das war einmal. Heutzutage ist es so, wenn du einen normalen Kaiserschnitt hattest, darfst du danach noch spontan, also normal, entbinden. Nach 2 Kaiserschnitten sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Das hat einfach den Hintergrund, dass man jedes Mal eine neue Narbe setzt und auch an der Gebärmutter, wo viel, viel Belastung drauf ist während so einer Schwangerschaft, 2 Narben einfach eine zu viel sind. Dieser Teil, wo wir immer die Gebärmutter aufschneiden, wird dann ganz, ganz dünn und wenn das dann auch noch gedehnt wird durch eine Schwangerschaft, wird das immer dünner. Das kann sogar richtig pergamentdünn sein und da besteht einfach die Gefahr, dass das aufgeht, dass das kaputt geht. Und dann hat erstens die Mutter ein großes Problem, nämlich wenn an dem Stück tatsächlich auch noch Mutterkuchen sitzt, kann das in den Bauch bluten, ohne dass man es großartig merkt. Und das Kind hat dann ein Problem, weil es nicht mehr gut versorgt wird. Das heißt, nach 2 Kaiserschnitten sagen auch wir, die Empfehlung ist ganz klar, nochmal den neuen Kaiserschnitt zu machen. Kommen wir abschließend noch zum Thema Wunschkaiserschnitt. Und auch da kann ich natürlich nur für unsere Klinik sprechen. Ein Wunschkaiserschnitt als solches gibt es bei uns nicht. Das heißt, die Frauen können nicht einfach bei uns anrufen und sagen, ach, ich habe dann und dann einen Entbindungstermin, eine Woche vorher hätte ich dann gerne meinen Wunschkaiserschnitt, können Sie mir da schon mal den OP-Termin eintragen? Das geht bei uns nicht. Wenn so ein Wunsch besteht, werdet ihr eingeladen, ein Geburtsplanungsgespräch wahrzunehmen, wo ihr dann wiederum mit einem von uns Ärzten darüber sprecht, warum ihr euch diesen Kaiserschnitt wünscht. Meistens sind es ja tatsächlich ähnliche Gründe. Man hat entweder Angst vor den Schmerzen unter Geburt oder man hat Angst vor Dammrissen oder Dammschnitten. Man hat einfach Angst, dass man das nicht hinbekommt.
Man hat Angst, dass man vor allen Leuten Stuhlgang hat. Also es sind immer sehr ähnliche Gründe und wir sitzen dann da und versuchen euch diese Ängste zu nehmen und euch davon zu überzeugen, es doch auf spontanen und normalen Wege zu versuchen. Wenn wir überhaupt nicht übereinkommen und ihr besteht auf euren Wunschkaiserschnitt, können wir das sogar ablehnen. Also wir können sagen, ja, okay, wir verstehen das alles, aber das machen wir nicht. Weil wir brauchen medizinische Gründe. Wir brauchen einen Grund, warum wir einen Kaiserschnitt machen. Es gibt mit Sicherheit andere Kliniken, die das mitmachen. Nur bei uns ist es so, wir können auch Frauen ablehnen, wenn wir sagen, es gibt wirklich, wirklich, wirklich keinen Grund, jetzt einen Kaiserschnitt zu machen. Das war es gewesen zum Plan B, zum Thema Kaiserschnitt. Wir sind froh, dass wir Plan B haben, auch wenn wir natürlich viel lieber den Plan A in die Tat umsetzen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniere natürlich diesen Kanal, besuch mich auch bei Instagram und Facebook. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder und ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Weiterbrüten und bis bald.